Also ich wollte gerade heilen mit Items. Dann ist mir aufgefallen, dass ich fast keine Heil-Items habe. Nice. Also ich habe schon ein paar Tränke, aber zu wenig. Also die sind wirklich für den Notfall. So. Jetzt gehe ich hier runter. KP Plus. Was passiert jetzt? Perfekt. Die Daten dieser CD-ROM sind vollständig gelöscht. Es läuft alles nach Plan. Huch, ich habe euch gar nicht kommen hören. Nun denn, treffe ich also endlich auf den ach so berühmten Nelk. Ich hielt, wie ich gestehen muss, euer Eintreffen für hier für höchst unwahrscheinlich. Mein Name ist Culpa. Professor Culpa. Ich bin der Leiter dieses Krypto-Pokémon-Labors. Und ich dulde keine Störelemente wie euch, die versuchen, den Krypto-Pokémon-Plan zu vereiteln. Lasst mich euch nun die Macht meines Krypto-Pokémon vorführen. Ich glaube, der will kämpfen. Okay, die Musik ist episch, wenn ich sie hören würde, könnte ich das auch sagen und das so meinen. Ja, es ist die gleiche wie bei der ach so berühmten Venus. Musik ist aber eigentlich cool. Es wird dann halt bloß schwierig, wenn das Krypto-Pokémon von ihm kommt. Was höchstwahrscheinlich ein Raikou sein müsste. Ah, es schreckt zurück. Oh nein, Sekunde ist tot. Das ist schlecht. Ach, ich habe übrigens noch Tara den EP-Toller gegeben. Ja, Biss kann ich schon lange. Seit wann wird man vom Biss verwirrt? Das war ja noch nie so. Der Witz ist, dass ich eigentlich gewinnen kann. Aber wenn der dann sein Krypto-Pokémon rausholt, wird es halt schon knapp. Tausend. Alles klar. Altarias Typ Drache, glaube ich. Typ Dracheflug. Was mache ich? Body Slam Altaria. Find Altaria. Oh Scheiße, ich hätte wechseln sollen. Ich hätte wechseln sollen. Ich hätte wechseln sollen. Okay, es hat besser überlebt, als ich gedacht habe. Ah, Mist, ich verliere den Kampf. Ich verliere. Was hatte er nochmal? Ne, der bringt Nariyama auch nichts.
Perfekt. Ich muss seine was eigentlich? Seine Voraussetzungen meinen anpassen. Sonnentag, verstärktes Typ. Attacken von Typ Pflanze? Jetzt bin ich nicht mehr sicher, was die Attacke bringt. Von Feuerattacken, Mist. Naja, ich war halt wegen Solarstrahl verwirrt. Wer war jetzt verwirrt? Altaria oder Lantern? Ich glaube Altaria. Ja, perfekt. Wäre schlecht. Nein, ich würde dann nach Tara heilen. Was mache ich denn? Oh nein. Oh Mann, Tax war so dumm einzusetzen. Komm, bitte, bitte, bitte. Mist. Ja! Das Teil trifft sich schon nie selber, oder wie? Synthese. Ja, das bringt nichts, das ist der sichere Tod. Nice. Mach mal Kreuzhieb. Ne, Überwurf. Ne, Kreuzhieb. Ja, man sieht auf jeden Fall, wie sehr ich mich entscheiden kann. Regentanz. Jetzt muss Kreuzhieb nur treffen. Ist ja perfekt. Ja. Ja, es war klar. Hariyama. Heilt sie aber auch. Ach so. Ist ja dämlich. Oh, wie viel sie ihm abgezogen hat. Ich werde unbedingt Altaria erstmal rausnehmen. Jetzt sieht man meine Heil-Items. Ertrank. Oh nein. Das Pokémon, das es eigentlich treffen sollte, wehrt natürlich ab. Scheiße. Okay, Raikou ist fast tot. Ach ja, man ist ja eingefroren. Stimmt ja. Wenn ich jetzt Raikou fange, aber verliere. Altaria fliegt. Ja, okay, Spaß. Synthese, Items. Okay, was passiert jetzt? Schaffe ich es? Das entscheidet jetzt, ob ich den Kampf gewinne. Ach, scheiße, ich verliere.
Jetzt habe ich einen Hype. Ich habe doch bestimmt einen Beleber. Ich habe Beleber. Perfekt, ich habe Beleber. Drei. Wie? Für was denn? Ach so. Scheiße. Das ist ja direkt wieder tot. Nee, hab Glück gehabt. Nein! Das ist gut. Ich probier's einfach. Ja! Yes. Ich bräuchte unbedingt jetzt ein Pokémon von Typ Boden, aber das habe ich leider nicht. Ich habe mal Psyana. Währenddessen ich mit dem einen angreif, werfe den Ball, heile ich wieder ein anderes. So. Bitte bleib drin. Au. Kryptosch. Nein, 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 nein. Dieses Scheißteil tötet sich jetzt nicht selbst. Habe ich einen Supertrank? Nee. Top-Trank ist bescheuert. Also in dem Fall jetzt. Ich drücke jetzt B. Ich hämmer jetzt B. Nein! Nein, 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 nein. Dieses Scheißteil. Genauso ein Dreck wie Entei. Diese Kraft synergiert sämtliche physikale Gesetze. Zum Beispiel. Keine Ahnung, suchst du was sowas. Ha! Aber all deine Bemühungen hier kommen, hierher zu kommen, waren vergebens. Unsere Kreaturen, die mächtigen Krypto-Pokémon, wurden schon längst in Sicherheit gebracht. Und damit meine ich auch das übermächtige Krypto-Pokémon für unseren Anführer. CD-ROM TM26. Ist das nicht diese sehr schöne Attacke, die sich Trugschlag nennt? Naja, es ist Erdbeben. Ja, ey, Trugschlag war. Schlag war 28? Vielleicht ist es im Pokémon Kolosseum anders. Das ist möglich. Also Thema, wo muss ich jetzt hin? Ah, schon eine neue Nachricht. Aber ich würde mal sagen, die gucke ich im nächsten Part an. Hat 13 Stunden Nacht.
Also dann, nachdem es schon wieder nicht geschafft hat, dieses Pokémon zu fangen. Tschüss.